Das ist definitiv kein Auto, um mit Vollgas 130, so dass man hier noch zwei weitere Schaltstufen hat, um mal die Batteriezellen zu testen. Viele interessieren sich für ein gebrauchtes Elektrofahrzeug. Doch oft hört man Elektromobilität. Das geht doch nur mit modernen, neuen Fahrzeugen. Die alten sind zu nichts zu gebrauchen. Stimmt das wirklich? Und was ist mit den Gebrauchtwagen, die jetzt angeboten werden? Ich fahre jetzt seit einer Woche ein mehr als 8 Jahre altes gebrauchtes Elektroauto und will in der Praxis ausprobieren, wie gut das funktioniert. Ich bin sehr gespannt auf meine Erlebnisse und nehme euch mit in eine Woche in den Alltag mit einem gebrauchten Elektroauto. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo zum Tag Nummer 4. Donnerstag ist heute, ich glaube der 28. kann es sein, 28. Januar 2021, vierter Tag mit dem Citroën C0, vierter Tag im Videotageblog. Heute kann ich euch gar nicht so wahnsinnig viel erzählen. Wir haben heute sehr viel Vorbereitungen gemacht für neue Videoprojekte und von daher hatte ich gar nicht großartig Zeit, mit dem Auto zu fahren. Ich bin mit dem Auto unterwegs gewesen. Ich wollte nämlich eigentlich eine Aufnahme mit euch oder für euch machen, die ich jetzt morgen nachholen muss. Und zwar zeige ich euch mal, ich hatte hier schon alles Mögliche vorbereitet. Also hier die Halterung für die DJI und die Halterung fürs Handy. Ich wollte nämlich einen Video mit euch machen, für euch machen, um mal die Batteriezellen zu testen, und zwar unter Volllast, wie die sich verhalten, ob sie auseinanderdriften, ob sie bei Volllast, ob eine Zelle einbricht in der Spannung oder beim Rekupieren volle Leistung, ob da vielleicht eine Zelle in der Spannung nach oben abhaut und das ein Zeichen dafür wäre, dass die Batteriezellen nicht mehr sehr gut balanciert sind oder dass sie eben sehr stark auseinanderlaufen aufgrund vielleicht von Alterungsvorgängen oder was auch immer. Und habe ich auch gemacht und habe aber dann zu Hause feststellen müssen, dass die Aufnahmen nicht so geworden sind, wie ich mir das vorgestellt habe und dass ich das auch noch ein bisschen besser morgen machen möchte. Also habe ich mir vorgenommen, für morgen das nochmal zu wiederholen, dann auch mit drei Kameras. Dann war meine Frau heute mit dem Citroën unterwegs und war ein bisschen mit dem Hund unterwegs und hat ein paar Leute besucht. Also natürlich immer nur draußen Corona-mäßig eingehalten, das ist selbstverständlich. Und alles prima, funktioniert alles super mit dem Wagen, gibt überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich möchte natürlich auch jetzt die kleinen Ergebnisse, die ich heute bei der Autobahnfahrt schon hatte, nicht vorwegnehmen, aber ich möchte euch sozusagen schon mal Lust machen auf das Video, das dann morgen kommt. Durch die Autobahnfahrt heute habe ich ordentlich Strom verbraucht, das werdet ihr dann morgen auch nochmal sehen. Also das ist definitiv kein Auto, um mit Vollgas 130 Stunden lang hintereinander weg über die Autobahn zu fahren. Da zieht der Strom ohne Ende, das zeige ich euch dann morgen nochmal. Und der ist jetzt ungefähr auf ein Drittel entladen und ich habe dann heute überlegt, lade ich ihn heute Nachmittag nochmal auf und habe mich dann dagegen entschieden. Also ganz im Gegensatz zu dem, was ich die letzten Tage gesagt habe, immer laden, 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 weil halt auch nicht so eine riesen Reichweite vorhanden ist. Und zwar habe ich mir den Grünstromindex angeschaut und der Grünstromindex für meine Region, für meine Postleitzahl ist im Moment eher schlecht. Das heißt, wir haben nur relativ wenig erneuerbare Energien im Netz und deswegen werde ich den Wagen morgen ab 7 Uhr nochmal zum Laden ranstecken, denn dann haben wir einen relativ hohen Anteil an erneuerbaren Energien und nochmal steigend. Das liegt jetzt einfach daran, der Wind ist eingeschlafen, die Sonne ist untergegangen und von daher werde ich jetzt darauf verzichten, den Wagen zu laden, denn ich will keinen übermäßig viel Kohlestrom hier im Auto haben. Ja. Wer sich für den Innenaufbau des C0s bzw. seiner Derivate Ion und iMiV interessiert, für den gibt es hier nochmal einen ganz kurzen Walkthrough. Okay, also ihr habt hier die Batterieanzeige, hier habt ihr das die Geschwindigkeitsanzeige, dieses Rundinstrument hier zeigt sozusagen den Energiefluss an. Blau bedeutet, dass das geladen wird, also Rekuperation, und grün bzw. Eco hier bis Power zeigt halt einfach an, wie viel Energie ihr zieht. Ne? Hier ist die Reichweitenanzeige. Wait a minute. Das hatte ich schon erklärt. Das ist die Ladeanzeige. Das Fahrzeug wird gerade noch geladen. Und ich glaube, darunter, links oder rechts, gibt es dann auch noch die Schildkröte, wenn die Batterie so gut wie alle ist. Hier sind die Anzeigen für die angelegten bzw. nicht angelegten Sicherheitsgurte.
Ja, dann haben wir eben das Lenkrad. Das ist kein Multifunktionslenkrad, wie es heute üblich ist. Es ist einfach nur ein Lenkrad. Dafür haben wir hier links und rechts die ganz normalen Elemente für ja Licht. Hier ist auch eine Automatikeinstellung fürs Licht, was auch nicht unbedingt jedes Auto heute hat. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Meine Zoe zum Beispiel hat das nicht. Und hier auf der anderen Seite alles für ja Scheibenwischer und Intervallschaltung und alles, was so dazugehört. Also alles dran, was man braucht. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Die Schaltung, die Automatik sozusagen, Schaltung ist auch ganz einfach gemacht und so, wie wir es in jedem Fahrzeug kennen. P, ne, parken, rückwärts, Leerlauf und D für ganz normal Drive. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt und vielleicht schon mal einen iMIF gesehen hat, der weiß, dass es hier noch, ich glaube sogar noch zwei weitere Schaltstufen gibt, die man sich hier bei den Derivaten von Citroën und Peugeot gespart hat. Und es gibt also einige Freaks, die haben sich das hier irgendwie ausgebaut, diese Kappe hier ausgebaut, haben das ausgeschnitten, so dass man hier noch zwei weitere Schaltstufen hat, die unter anderem noch eine stärkere Rekuperation ermöglichen. Das hat man hier nicht. Hier ist die Rekuperation auf D ganz normal und man verstärkt sie einfach, indem man aufs Gaspedal drückt, indem man auf die Bremse drückt, ja, natürlich nicht aufs Gaspedal, wenn dann sowieso Strompedal, aber indem man auf die Bremse drückt, kann man die Reku verstellen. Wie gesagt, also nicht wundern, die iMIFs haben hier noch zwei weitere Einstellungen, die sind auch hier drin, dazu müsste man das hier freilegen, aber ich bohre und fräse natürlich hier nicht an diesem Fahrzeug rum, ist ja nicht meiner. Habe ich beim Peugeot damals natürlich auch nicht gemacht. Dann werfen wir nochmal einen Blick in den Kofferraum und messen den nochmal aus. Also ich bin selber 1,74 groß, habe jetzt die Sitze beide vorne etwa ganz normal eingestellt. Und ihr seht hier, bis hier hinten haben wir so ungefähr 1 Meter, ich hoffe ihr könnt es sehen, 1,18 Meter. Das heißt also, mein großes Solarmodul würde hier nicht reinpassen. Und in der Breite gucken wir mal, da haben wir gute 80 cm bis hier und noch ein bisschen Luft, also 80, 85 cm. Hier haben wir auch gute 80 cm und die Höhe haben wir hier zur Verfügung. Durchreichhöhe ist 70 cm. Innen drin ist es dann noch ein bisschen höher, also mit ein bisschen schräg reinsetzen, kann man hier auch noch Dinge reinstellen, die ein wenig größer sind. Also dieses Kofferraummodul ist schon Wahnsinn. Und als ich eben gesagt habe, man würde hier keine Solarmodule reinbekommen, habe ich natürlich gelogen, denn das klappt tatsächlich. Man kriegt Solarmodule rein, zwei Stück, zeige ich euch mal. Also ihr seht, es passen zwei Solarmodule. Also keine großen, aber kleine passen rein. Ich bin sehr gespannt auf morgen. Vielleicht kommt ja heute noch irgendwas. Mal gucken, dann würde das Video jetzt gleich noch weitergehen. Ich gehe aber mal davon aus, dass es das heute war, denn ich muss jetzt gleich wieder rein den nächsten Videobericht für euch vorbereiten. Ich freue mich auf morgen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.